Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play After Humans. Wir machen weiter in unserer lustigen kleinen Base und ja, einer von euch hatte mir geschrieben, dass ich doch mal oben nach der Windanlage gucken soll, weil da wohl ein Kabel nicht richtig angeschlossen war. Ist tatsächlich so. Da habe ich dann nochmal korrigierend eingreifen müssen. Ich habe das offscreen gemacht, weil es ein bisschen Kletterei war. Deswegen habe ich da jetzt mal drauf verzichtet, das mit aufzunehmen. Es war ein bisschen blöd tatsächlich, das zu machen. Komischerweise. Gerade nochmal auf der Innenseite gucken, wie das hier ist. Da, wo ich das oben gesetzt habe, da hat der auf der Rückseite im Prinzip gar keinen Kabelanschluss gehabt, wo man das hätte dran machen können. Und so wie das aussieht, hat er da auch keinen Kabelanschluss. Wo habe ich denn die ganze Zeit den Strom herbekommen? Also rein theoretisch müsste es trotzdem funktionieren. Gut, wo machen wir weiter? Wir gucken mal, wie weit die Quarry hier fortgeschritten ist. Die ist auf jeden Fall da fleißig am Arbeiten. Und dürfte eigentlich alles schön hier reinwerfen, aber wir haben da wieder keinen Strom. Das heißt, wir haben hier Material und können es nicht einsortieren, weil hier Ebbe ist. Das bedeutet, wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass hier unser ME-System eine eigene separate Stromversorgung bekommt, damit wir hier keinerlei Probleme mehr haben. Hier, das schmelzen wir auch noch ein. Da brauchen wir das ganze Material, was wir da draus kriegen. Das können wir mit Sicherheit gut gebrauchen. Und hier ist leer. Das heißt, den Krempel, den können wir eigentlich rausnehmen. So, das geht auch mit der Axt. Die macht dann ein Feld 3x3. So. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, irgendwas anderes Schönes zu machen. Hier diesen Drawer-Quatsch, den können wir dann da unten verbrennen. So, wir hängen aber trotzdem ein paar Fägelchen wieder an die Wand, damit uns hier nichts spawnt. Da ist auch noch hier Entropie-Gedöns. So. Der kann dann eigentlich auch weg. Ja. Und hier dieses Kabel kann auch weg. Ups, da haben wir uns einmal in die falsche Richtung gebaut. So, dann machen wir den Lachs doch mal zu hier. Ich habe nicht genug Cobblestones dabei. Gut, dann machen wir jetzt da. Zack. Zack. Und den Rest machen wir jetzt mit Erde. Und hier, wie komme ich hier raus? Was soll das? Gut, hier das Loch, das machen wir dann demnächst wieder zu. Jetzt gucken wir mal gerade, was ist denn hier am Arbeiten? Ah, die Cobblestones. Stimmt, die hatten wir hier drin, um da weitere Materialien herstellen zu können. Und das zieht uns unsere komplette Energie leer. Oh, weil wir da einfach so viel Sand auch noch haben. Und sobald wir hier wieder Strom haben, können wir da auch dann unser ME-System dran anschließen. Ich hätte da gerne eine Schaltung, die quasi bestimmt, dass wir... Okay. Der ist energiemäßig voll. Das kann auch alles raus. Dürfte der sich jetzt auch langsam wieder aufladen? Au! Ja, die Büsche, ne? Was haben wir hier? Hey, wir haben ja unser ganzes Material verheizt. Schmeißen wir mal die Drawer da rein. So können wir eigentlich alles aus Holz irgendwie entsorgen.
So, das ist dazu. Und das bleibt natürlich nicht so hässlich. Sobald wir hier so ein grundlegendes System haben, was uns mit den wichtigsten Dingen versorgt, fangen wir an, schön zu bauen. Das heißt, wir kriegen ein vernünftiges Haus, kriegen ein vernünftiges Schlafzimmer und nicht dieses komische Ding, was wir da jetzt haben. LV-Capacitor. Ich komme da auch gar nicht in die Ecke, ne? So, jetzt müsste ich hier wartungsmäßig mal kurz eingreifen. Wow. Da komme ich auch nicht vorbei. Oh Mann. So, weil hier ist nämlich kein Anschluss. Das ist ein Problem. Ich glaube, wir haben da oben einen Anschluss. Oder halt eben hier unten. Wir könnten das natürlich hier mit einem Energy Conduit anschließen. Haben wir noch welche? Jawohl. So. Da haben wir 400 RF drauf. Nee, das wollen wir nicht. Das werden wir dann auch auf Dauer machen. Also, dass wir hier diese Kabel nach und nach wegnehmen und stattdessen dann hier diese Energy Conduits nehmen. In-Out wollen wir nicht. Insert. Always Active. So, mal gucken. Der ist voll. Der ist noch leer. Der ist voll. Der ist auch voll. Und unser ME-System dürfte jetzt eigentlich wieder aktiv sein. Immer noch nicht. Haben wir gerade echt ein Energieproblem, ne? Okay, ich bin der Ansicht, dass es klug wäre. Was ist mit dem da? Wo geht der hin? Ach, das ist unser Solaranschluss. Den können wir dann auch mal gerade mit Energy Conduits machen. So. Jetzt haben wir dann nochmal ein bisschen mehr Strom. Der ist voll. Der ist nach wie vor leer. Der hat hier einen Anschluss. Also irgendwie klappt das gerade alles mit unserem Strom nicht. Aha, 6000 irgendwas. Irgendwo haben wir jetzt Strom bekommen. Unser ME-System ist immer noch tot. Der kann noch ein paar Drawer verheizen hier. Au. Ich renne aber auch jedes Mal rein, ne? 6938. Und die Ausrichtung der Windanlage, da könnten wir mal gucken, ob wir da irgendwelche Informationen zu finden. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es egal ist. Power Wires Generator. So, Power Generation. So.
Free and easy way to generating power. It's not a very powerful one. Okay. Also das wäre halt ein Upgrade. Dafür müssen wir Gras wegmachen, habe ich gelesen. Das wäre halt auch noch interessant, dass wir dann diese Fibers machen können. Und hier ist alles dunkel. Insert. Mit dem. Always active. Jetzt. Okay, da haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Und jetzt müssten wir eigentlich, wenn wir Glück haben... Jawohl. Gut, dann können wir schon mal ein paar Sachen hier reinwerfen, die wir nicht mehr brauchen. Die Oak Trims und die Drawer, die kommen dann nicht rein. Redwood Lock kommt da rein. ME-Glaskabel. Importbus. Ein Controller. Die Wires können auch da rein. Gut. Platten füllen sich langsam hier. Das geht alles da rein. Sehr schön. So, Crafting Table brauchen wir Pure Kristalle für. Wir brauchen für Pure Kristalle so eine Growth Chamber. Das ist Accelerator Chamber. Chamber wäre am besten. Wie ist es denn mit diesen Accelerators? Quarzglas haben wir, ME-Glaskabel, Fluxblock. Das heißt, wenn ich 4 Fluix-Kristalle zusammenpacke, dann krieg ich einen Fluix-Block. So, Fluix-Kristalle war... Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. War das mit den geladenen? Ich glaube schon. Fluix-Kristall. Genau, Charged, Zertusquarz, Netherquarz und Redstone Dust. Redstone haben wir genug. Wir brauchen 6x4, das sind 24. Wir haben 5 geladene Kristalle. Das heißt, wir brauchen noch 19. Die geladenen Kristalle tun wir auch hier rein. Dann haben wir noch ein bisschen Zertusquarz übrig, aber nicht mehr wirklich viel. Netherquarz. Ein. Verdammt. Das bedeutet für uns, wir müssen in den Nether. Und das ist eher uncool. So. Jetzt mal 2 Stacks. Ah, Moment. Haben wir eine. Ein Hopper. Den haben wir da. Den können wir mal da hinsetzen. Machen wir mal Kohle. Haben wir noch Powerkohle? Ne, wir haben eine normale Kohle. Von dem Öl haben wir leider auch noch genug. Machen wir jetzt hier mal das rein und das und das. So, dann kann die Quarry zumindest weiterarbeiten. Und da rennen wir wieder rein, ist klar. So. Das heißt, es wäre eigentlich von Vorteil, wenn wir in den Nether gehen würden. Fisch haben wir noch ein bisschen, aber auch nicht mehr wirklich viel. Da wollten wir auch was bauen, dafür müssen wir auch in den Nether. Na gut, dann geht's in den Nether. Und dann friert's einmal ein.
So. Irgendwo einen schönen Ausgang gefunden, ne? Da hatten wir uns quasi durchgebuddelt. In die Richtung könnten wir uns eigentlich graben. Und hoffen, dass wir da schöne Sachen finden. Ich glaube, wir graben uns einfach mal durch die Wand durch hier. Und hoffen, dass wir jetzt hier nicht... Da ist da schon mal ein bisschen... Netherquarz. Und das Fiese ist, dass die Lava hier mit der Geschwindigkeit fließt, wie normalerweise Wasser fließen würde. Das heißt, das ist auch nochmal ein Gefahrenpotenzial, dem wir hier ausgesetzt sind. Da, genau das meine ich nämlich damit. So, das machen wir doch da schnell mal wieder zu. Und dann kommt der Elektrohammer zum Einsatz. Und wir kriegen jede Menge Sulfur. Wofür wir den brauchen, weiß ich noch nicht so genau, aber da wird sich mit Sicherheit auch noch irgendein Verwendungszweck für finden. So, und weiterer Schwefel. Dann machen wir ein bisschen Strip Mining hier. Was bist du? Ardit-Ohr. Oh, das kann ich nicht abbauen. Ah, ich glaube, das geht nur mit Kobalt abzubauen. Da haben wir ein bisschen Quarz. So, soll ich es wagen oder soll ich das da hängen lassen? Das ist uns eigentlich noch ein Stück in die Richtung und dann darüber. So in die Richtung. Müsste eigentlich mal gerade gucken, habe ich Monster überhaupt an? Nein, ich habe Monster natürlich nicht an. Wir stellen mal wieder auf normal, damit wir auch ein bisschen Action kriegen. Das war schlecht. Ach nein, das war da eingebettet. Das war super. Also. So, Lava, verschwinde. Was mache ich mit dem ganzen Netherrack? Da gibt es, glaube ich, auch eine Verwendung für... Alter. Nicht in diesem Ton, mein Freund. Ich würde gerne ein bisschen Kobalt finden, tatsächlich. Damit wir uns richtig geile Werkzeuge noch bauen können. Also den Hammer, den wir hier haben, den hätte ich gerne nochmal als Kobalt-Variante. Was haben wir jetzt an? Oh ja, mehr als ein Stack. Aber nach wie vor kein Kobalt. Aber wo wir gerade hier sind, können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr noch mitnehmen von dem ganzen Krempel. Und ah, da ist noch mehr Ardit. Das ist, glaube ich, so das Nonplusultra an Werkzeug. Beziehungsweise an Material, was man für Werkzeuge nutzen kann. So, mit dem Glück kriegen wir ein bisschen mehr von dem Sulfur auch noch. Glücksmäßig ist die, glaube ich, jetzt voll, dieser Hammer. Da haben wir alles, was wir an... Warte mal. Genau, das sind die RF. Das heißt, wir laufen dann noch Strom. Auf Strom. Ah, und ich muss natürlich was essen. Klar. Ich dachte gerade, was qualmt da so um mich rum. Wie viele Ghasts sind da jetzt eigentlich unterwegs? Das müssen ja Tausende sein.
Auf der Map ist es einer, okay. Da haben wir noch ein bisschen. Schön. Warum machen die eigentlich Wookie-Geräusche? So. Und weiter in diese Richtung. Hier blubbert's doch schon wieder. Hier ist doch schon wieder irgendwo Lava. So, mit aller Sorgfalt. Ah, schön. Ich glaube, wir befinden uns direkt über oder unter einem Lavasee. Machen wir das mal ganz zaghaft hier. So, und wenn wir den Hammer verbraucht haben, werfen wir den oben ins Ladegerät und machen uns nach Hause. Kobalterz 1. Das ist schon fast frech. Hier ist aber auch sonst keins mehr, ne? Ah, das ist Blut. Blut ist okay. Ah, ich schwimme da jetzt nicht raus. Wir machen uns nach Hause. Okay, ich muss die Keybindings nochmal ein bisschen ändern. Wenn ich Steuerung drücke, würde ich gerne sprinten und nicht ranzoomen. Ich glaube, wir machen uns erstmal eine Spitzhacke aus Kobalt. Die muss auch, glaube ich, nicht komplett aus Kobalt sein. Dann nehmen wir noch ein bisschen Schwefel mit. Und dann machen wir uns erstmal wieder heimwärts. So, da geht's Richtung Netherportal und dann haben wir zumindest schon mal den Quarz, den wir brauchen, um unsere Blöcke herstellen zu können. Wow. Das war gefährlich. Und da freest es wieder. Ja. Da kommt gleich der Gas durchs Netherportal durch. Würde ich kotzen. So, da dieser Chunk geladen ist, hat er auch hier schön weitergearbeitet. So, Kobalterz schmeiße ich erstmal hier mit rein, genauso wie den Netherquarz. Das ist das Tolle daran, wir können einfach alles hier reinwerfen, ohne dass wir irgendwas sortieren müssen. Und dann sind wir da schon fertig. So, den schmeißen wir ins Ladegerät. Und schlafen einmal. Und dann können wir eigentlich anfangen, Fluix-Kristalle zu laden. Redstone haben wir genug. Fluix-Kristalle sage ich schon. Redstone-Kristalle. Certus-Quarz. Und zwar 19 Stück an der Zahl. Und die werden jetzt angezeigt. Der müsste jetzt eigentlich ein bisschen glänziger werden. Na, wir haben keinen Saft. Und die Anlage auch schon wieder leer ist. Okay, Stromversorgung. Wie bekommen wir eine vernünftige Stromversorgung hin? Reaktorparts herstellen wird, glaube ich, zu heftig. Charging Station. Was ist mein Werkzeug?
Wo ist mein Hammer? Echt jetzt? Hallo? Sag mir bitte nicht, dass mein Hammer weg ist. Vor allen Dingen, wie komme ich hier wieder raus? Ich bin da hier reingekommen. Also wenn der jetzt weg ist, ne? Dann muss ich mir einen neuen machen. Allerdings dann offscreen, weil das ist... Ist der hier drin? Nee. Okay, ich mache hier mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.